15 Minuten an Early Sooner Schwierig hätte dodgen sollen. Ach. Ist wirklich egal. Ja, wie gesagt, wenn ich die Lobby dodge, dann hätte ich die davor auch dodgen müssen. Und dann hätte ich auch heute schon ungefähr 6 Lobbys dodgen müssen. Ich spiele jetzt einfach durch und guck mal, was wird. Der wird gleich sterben, der Zunahme. Hier ist irgendwie, hier ist Jax. Vielleicht doch nicht. Ja, das ist der französische Markus Kolke hier. Ich glaube auch. The French Legend. Marco Col... Marco Colcroix. I faced doors until I became one. Guys, jetzt gibt's hier mal NASA Smurf Gameplay, pass mal auf. Wir sind doch zuerst Level 2. Hä? Oh, er hat XP gemisst. Ah, GG. Das hier. Your tormentors are gone, but my hatred sees. Next top. Boah. Das war tatsächlich ein ziemlich guter Dive, muss ich sagen. Das ist wirklich der französische Markus Kolke. Muss man mir nur noch erklären, wie ich später gegen Fiora und Jax was machen soll. Moinsen. So, MF Crash the Wave, den nehmen wir jetzt einfach mal ganz entspannt an.
Jetzt gibt's einen dicken Grub-Fight. Ich guck nicht hin. Ich hab doch gesagt, ich guck nicht hin. So. Oh, schade. Na, das ist auf dem Power Spike hier. Double Glowing Mode. Wieso kein Apivarus? Weil Apivarus kein Champion ist, glaube ich gerade. Aber Digga, egal. So fängt man doch keinen Dive an. Oh, GG. Jax 3 Kills. No heart binds me. Der Jax wird fast schon nicht das Game um ihn ein. Ich hab den ruiniert, weil er die Waffen am Tower haben wollte. Ja, aber er ist auch ein denkender Mensch und kann selber überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Wobei, wahrscheinlich nicht, hast recht. Aber ja, hätte ich nicht mehr pingen dürfen. Das stimmt. Du hast ja recht. Oh nein, die Void Grubs. Ich hätte jetzt nicht Base gehen dürfen? Ich dachte, er will für Topside spielen. Oh, die Gegner kriegen wahrscheinlich 5 Grubs, aber das wurde das. Man sieht doch auf Tab, ob man die macht oder nicht. Na, eben stand hier 3, jetzt stehen da 4. Das sieht man auch, wenn man out of vision ist anscheinend.
Ziemlich dumm eigentlich, dass man das sieht. So. Jack's Top. Aua. Ja, wie soll das funktionieren? Egal, der hat Cleanse. Ich bin 30 CS und ein Level up, aber mal gucken, ob das mattert. Digga, wo kam das denn jetzt gerade her? Jax ist Mitte. Der war auf jeden Fall auch langweilig, der Rill. Ja, Gus, glaube ich, nicht gedrückt, das stimmt. Ja, der Yipik ist so kacke gegen Jax, wirklich. Was ist denn jetzt Fiora hier? Er hat Blade gerusht, oh, sehr interesting. Ah, noch kann sich mein Schaden sehen lassen. Willst du springen? Es sind 5 Leute. Das mal nicht. Ah, sind nur 4. Oh nein, beide sollen da verlieren. Das ist eine Katastrophe. Ja.
Jetzt nehmen wir Mitte Tower dafür. Höh. Die Ult gemisst. F hat noch Ult, glaube ich, ne? Okay, sollen wir uns für eine Seite entscheiden vielleicht? Oh, der Jax hat die Base bekommen. Digga, ich drehe mich hier nur im Kreis, ist das schon wieder scheiße. Jax hat zum Glück noch nicht realisiert, dass wir AD sind und auch keine Ninja-Tabis gebaut. Der will nicht Thanos sein. This is strong. Not bad, not bad. Was ist Akali? Ich brauche noch 200. In meiner Mana-Mion. Die kann uns killen, die Akali, bin ich ehrlich.
Machen die das wirklich nicht? Nee. Das wäre auch echt scheiße gewesen von euch. Ja, ich bin schon saustark, ne? Aber jetzt hat der Jax leider realisiert, dass wir AD sind und fängt an, Armor zu kaufen. Wenn wir hier in Ash gehen. Schade. Da war zu langsam. Hier ist am Drake. Ich glaube, wir können noch mal machen. Kali, guter Champion. Aber zum Glück hat Nasus noch eine Wave gepusht, war auch wichtig. Akali hat eine Q und Ult gedrückt und mich getötet. Oh. Ja, hat sie einmal besser gespielt als ich. Obwohl sie eigentlich den Yi töten wollte und meine Ult gefacetankt hat und ich fett bin. Naja. Wie läuft's heute bisher? Nicht so gut, mein Lieber, nicht so gut. Das Game ist aber winnable. Das Game ist winnable. Ja, Kali hat leider meinen Shutdown bekommen. Die ist jetzt sehr gut im Game. Die stand auch 1-2 gerade, ne? Also. Sie hat meine R geflasht. Nein, sie hat meine R volle Kanne gefacetankt. Die ist geultet in meine Ult rein. Oder durch meine Ult durch R. Der Minion Block. Ja, wir müssen halt schon Nash pressuren. Das kann nicht sein, dass... Die hat echt Move mit dir, Akali. Ja, hat die Akali wieder besser gespielt als ich. Na gut, wenn nur ich sterbe, kann ich damit leben. So, brauche als nächstes Rildas. Ja, ich glaube, es war trotzdem eine gute Ult. Also ich kann halt entweder versuchen, mich zu peelen mit meiner Ult oder für sowas gucken.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir die Fights gewinnen. Wenn ich Tab drücke, denke ich mir, das kann nicht sein, dass wir die Fights gewinnen. Das Problem ist, am Ende des Tages ist der Jax halt trotzdem Gott, ne? Also der Jax ist... Ich weiß nicht, ob der dieses Game nochmal sterben wird, bin ich ehrlich. Das war mal ein Snipe hier. Ich bin schon so dead inside, dass ich gar nicht mehr auf so einen coolen Snipe reagiere. Soluki hat mich schon so gebrochen, dass dieser Snipe gar keine Emotionen mehr in mir auslöst. Was war das für ein TP? Das ist auf Fiora-TP, ne? Also ich mit einer E die Wave One-Shot ist echt ziemlich geil. Boah, ich bin schon gut am Smurfen, das Game. Zunda ist leider gestorben, 1v1. Okay, guys, was ist unser last item hier? Ja, GA habe ich auch überlegt, aber ich glaube, das Ding ist... Wenn ich in Position bin, dass mein GA poppt, ist der Fight eh verloren. Oh my goodness, Alter! Das war ein saftiges Game. Hä, wieso war ich so stark? Wieso habe ich so viel Damage gemacht? Ich dachte, ich werde komplett useless werden, das Game. Ah, ich guess, ich habe einfach zu viel Gold gehabt, ne? Ich war einfach so ahead.
Ey, die Carry ist ja so OP. Ich war halt so weit über der Goldkurve, ne? Ich hatte 15k.